Das ist Benjamin und vor 4 Jahren war er noch eine Frau. Wenn man ihn hier so sieht, kann man das kaum glauben. Er möchte es als erster Transgender in Deutschland auf die Titelseite eines Fitnessmagazins schaffen. Was der 28-Jährige alles dafür auf sich genommen hat, das haben wir erfahren, als wir ihn auf seinem mutigen Weg begleitet haben. Mann, oh Mann. Lässiges Posing, Macho-Blick und dazu ein knallhartes Sixpack. Professionelles Modeln. Das ist Benjamins Ziel. Heute könnte sein Traum in Erfüllung gehen. Er will es vom Instagram-Blogger auf das Cover der Fitnesszeitschrift Man's Health schaffen. Dass dieser durchtrainierte Mann vor 4 Jahren biologisch betrachtet eine Frau war, das macht es seiner Konkurrenz beim großen Coverwettbewerb in Hamburg nicht einfacher. Nicht nur nach dem ersten, auch nach dem dritten und vierten Eindruck ist es unvorstellbar, dass Ben mal eine Frau war. Das Galileo-Team ist neugierig. Wir besuchen ihn zu Hause, in einem kleinen Ort am nördlichen Rand des Ruhrgebiets. Warum wird jemand von einer Frau zu einem Mann? Was für eine Person steckt hinter dem Begriff Transgender? Hallo. Hi. Hi, Ben. Bitteschön. Danke. Gerade postet der 29-Jährige ein Bild, versehen mit dem Hashtag Transgender. Hattest du da erst ein bisschen Angst, mit so einem Thema so offensiv online zu gehen? Ich habe ehrlich gesagt, als ich Instagram damals runtergeladen habe, ich wusste überhaupt nicht, was das ist und habe einfach irgendwelche Bilder hochgeladen. Ja, meine Vans habe ich hochgeladen und so weiter. Und dann habe ich aber auch erstmal wirklich mich da zurückgehalten, mich nicht zu erkennen gegeben, das Ganze nur beobachtet und habe dann halt gesehen, wie viele Fragen immer gestellt werden, gerade bei solchen, ja, ich sag mal, Trans-Seiten, ne? Und dann habe ich irgendwann entdeckt, so, ey, du kannst wirklich Leuten helfen damit, die finden das wirklich gut, du kannst da Fragen beantworten und dann habe ich eben gedacht, okay, da war damals niemand, der dir deine Fragen beantwortet hat, warum bist du nicht jetzt für irgendwen dieser jemand? Täglich bekommt Ben über 20 E-Mails. Die Absender zählen zu den rund 100.000 Transgender in Deutschland. Im Verborgenen sind es vermutlich mehr. Denn es erfordert gewaltigen Mut, diesen Weg zu gehen. Ich bin geboren im falschen Körper. Ich sag das meist. Wenn ich das jemandem sage, dann sage ich, ja, pass auf, so und so sieht's aus. Ich war mal eine Frau. Und dann warte ich erst mal. Und dann gucken alle ganz doof. Und dann sage ich, ja, so ist es. Und das ist auch das, was ich jedem rate. Geh da offen und locker mit um. Das ist jetzt leichter gesagt als getan natürlich. Aber ich habe eben die Erfahrung gemacht, je offener und lockerer du damit umgehst, desto leichter ist es auch für dein Gegenüber. Per Definition bedeutet Transgender, sich mit dem angeborenen Geschlecht nicht identifizieren zu können. Ben hat in den letzten 4 Jahren alles getan, um auch äußerlich komplett zum Mann zu werden. Wird es Ben gelingen, dass sein vor Monaten noch undenkbarer Wunsch, Covermodel der Man's Health zu werden, wahr wird? Neben dem kleinen Bulli Paco und seiner langjährigen Freundin Zara dreht sich gerade alles in seinem Leben um den großen Contest. Der Weg zu dieser Zielgeraden war beschwerlich, steinig und lang. Früh, fast noch als Kind, musste Ben Entscheidungen treffen, die sein Leben grundlegend veränderten. Seine Eltern waren dabei immer an seiner Seite. Schon während Benjamins drittem Lebensjahr spürten beide immer deutlicher, dass sich ihr Kind von gleichaltrigen Mädchen irgendwie unterschied. Sobald der kleine Mensch denken konnte, war rosa tabu. Ah, hier, ne? Der kleine Prinz, genau. Nicht die kleine Prinzessin. Karneval, kein Prinzessin-Kostüm, sondern der kleine Prinz. Ben hieß damals Yvonne. Dass Yvonne Ohrringe hasst und sich weigert, Röcke und Kleider zu tragen, ist eine Sache. Doch was denken Eltern, wenn die Tochter Martin heißen will? Im ersten Moment als Schabernack. Im zweiten Moment denkt man, man hat ja eigentlich eine Tochter. Und warum ist es denn keine Tochter? Warum ist es denn Junge? Warum gibt er sich Jungs Namen? Am Anfang dachte ich, das ist ein Spiel. Aber aus dem Spiel wurde dann Realität. Und diese Realität war nicht aufzuhalten. Mit 11 Jahren findet Ben plötzlich Mädchen süß. Gefühle, die ihn verwirren und ein Chaos verursachen. Richtig abschalten kann er nur beim Sport. Ich bin super gerne schwimmen gegangen, aber wenn ich ins Schwimmbad kam, die Mädchen haben mich wahrgenommen als kleinen Jungen, ja, Teenie-Schwarm. Ja, ich kann euch mal hier ein Foto zeigen, das finde ich super lustig, aber das war eben so die Zeit.
klar, Fotomontage, ne? Aber die Nick Carter Gedächtnisfriese. Und so bin ich ins Schwimmbad gekommen. Wenn ich so komme, denkst du, da kommt ein kleiner Junge. Ja? Und dann zieht der kleine Junge sein T-Shirt aus und trägt ein Bikini-Oberteil. Das ist einfach ein enormer, Kinder können grausam sein. Ja, das ist wirklich keine schöne Erfahrung. Mit 15 fühlt sich Ben täglich fremder in seinem Körper. Er wünscht sich Bartstoppeln. Doch er bekommt Brüste. Ja klar hatte ich Brüste. Natürlich hatte ich Brüste. Jetzt sind nicht die Riesenbrüste, aber ich hatte welche. Für eine Frau sehr schöne. Wenn du Brüste kriegst und bist aber kein Mädchen, dann trägst du echt Schichten. Im Sommer, ey, ich weiß nicht, was ich da alles anhatte manchmal. Ein Unterhemd, noch ein T-Shirt drüber und am besten noch eine hängende Jacke, und so ein bisschen locker. Immer so die Körperhaltung, ne? Nicht ja. Brust raus, sondern genau umgekehrt. Eher verstecken. Mit 18 sieht Ben eine Transgender-Reportage. Der Bericht öffnet ihm die Augen für etwas, das er selbst für unmöglich hielt. Ein Schock. Doch es vergehen 5 Jahre. Ben macht Abitur, eine Ausbildung, wird selbstständiger im Vertriebsbereich. Erst danach trifft er eine Entscheidung und spricht es laut aus. Ich habe gemerkt, er weint. Ich habe gedacht, oh Gott, was ist passiert? Liebeskummer oder weiß der Kuckuck? Und dann kam er und dann hat er mir halt gesagt, so sieht es aus. Okay, natürlich, im ersten Moment, ich habe mich erschrocken, so etwas wünscht sich niemand für sein Kind, weil man denkt, wie soll das gehen? Was? Ja, aber... Du hast direkt gesagt... Ben hatte sich schon sehr gut, hat gesagt, doch Mama, das geht und da gibt es Ärzte und man muss diesen Antrag stellen und man muss jeden Antrag stellen und dann gab es für mich nur eins, unterstützen. Ja, für mich nicht. Nee. Ich habe im Stillen gehofft, dass die Psychologen sagen werden, das ist der falsche Weg. Das war mein Hintergedanke. Den habe ich nie geäußert, heute erst einmal. Als dann die Psychologen gesagt haben, das ist der richtige Weg, dann ist meine Weiche gestellt worden und dann habe ich auch gesagt, dann werden wir die besten Ärzte aussuchen und auf jeden Fall den Arzt nehmen, der uns und natürlich Ben überzeugt, den Weg zu gehen. Meine größte Angst war natürlich, ja, jede OP birgt Risiken. Und das waren so viele OPs in relativ kurzer Zeit, ja, dass er jedes Mal ja, wieder aufwacht. 11 Operationen, unzählige Behördengänge und die Namensänderung. In Deutschland haben laut Statistischem Bundesamt in den letzten 10 Jahren über 7000 Menschen eine geschlechtsangleichende OP vornehmen lassen. Voraussetzung sind psychologische Gutachten, die eine Geschlechtsidentitätsstörung bescheinigen. Nur dann ist es möglich, dass eine Krankenkasse die Kosten von rund 80.000 Euro mitträgt. Jeder Fall ist individuell. Das ist halt, ich sag mal, bei mir jetzt so die einzige sichtbare Narbe. Das ist eben der künstliche Penisaufbau. Also für mich war halt von Anfang an klar, wenn ich das mache, dann mache ich es komplett. Das gehört leider dazu. Ist halt ein bewährter Lappen generell für Transplantationen, weil wenn du mal hier so fühlst, man ist da einfach sehr empfindlich. Die können halt fast garantieren, dass du definitiv Gefühl haben wirst. Und das war mir persönlich sehr wichtig. Du musst dir vorstellen, dir wird halt Haut entnommen, dir wird eine Vene entnommen und halt auch Muskelgewebe, Unterhautfettgewebe. Und dann ja, wird das einfach gerollt, ja, sag ich jetzt mal. Dann hast du quasi schon mal den Penis. Sieht aus wie ein Bockwürstchen. Natürlich ist es damit nicht getan, ja, damit das auch wirklich dann schöne Optik hat. Ich lege viel Wert auf Ästhetik. Muss natürlich auch noch eine künstliche Eichel gebildet werden. Da kommt jetzt kein Silikon oder sowas hin. Das wird wirklich alles aus Haut gemacht. Das sieht auch sehr ja, zum Verwechseln ähnlich sieht's aus. Wirklich ganz gut gemacht. Natürlich auch die Hoden. Ja. Du hast, klar, wie beim biologischen Mann links, rechts einen Hoden, rechts hast du halt ein Silikonbällchen und links hast du eine Pumpe, eine Erektionsprothese. Das heißt jetzt nicht, dass da irgendwo sichtbar eine Pumpe ist, ja? Sondern es ist einfach, es ist alles verbaut, sag ich jetzt mal, alles unterhalb der Haut. Ich kann dir das mal ganz kurz erklären. Du musst dir das so vorstellen, hier oben in meinem Bauch ist so eine Art kleiner Ballon, so ein Reservoir. Da ist Kochsalzlösung drin und von dort geht ein kleiner Schlauch quasi zu 2 Stäben, die im Penis sind. Jetzt habe ich im linken Hoden ja diese Pumpe. Bedeutet also, wenn ich die betätige, ja, ich drücke da drauf, dann fließt die Kochsalzlösung von hier in diese Stäbe, wupp, dann steht da. Okay, und wenn ich dann sage, jetzt habe ich keine Lust mehr, dann gibt es ein Ablassventil, das kannst du auch fühlen, dann läuft die Lösung quasi einfach zurück in das Reservoir. Alle 11 Wochen bekommt Ben eine Testosteronspritze. Das männliche Geschlechtshormon sorgt bei ihm unter anderem für eine tiefe Stimme, Bart und Haarwuchs.
was dir keiner sagt. Ja? Hier wachsen die Haare, oben fallen sie aus. Außerdem verhelfen Hormone zu schnellerem Muskelaufbau. Trainieren muss Ben aber trotzdem extrem hart. 5-mal die Woche schwitzt er in einer CrossFit-Box. Mit seinem Coach bespricht er sein nächstes Workout. In wenigen Tagen will er in absoluter Topform sein. Der Cover-Contest der Fitnesszeitschrift ist Bens große Motivation. Er will es allen beweisen. Klar, typisch Mann. Wenn du einen schönen Körper haben möchtest, dann musst du auch was dafür tun. Ganz klare Sache. Nee, also viele fragen mich aber Instagram, hey, bei welchem Operateur warst du denn? Wer hat deine Brust operiert? Den schreibe ich zwar immer, wo ich war, aber den sage ich auch gleichzeitig, mein Gott, dass du so nicht aus dem OP kommst. Also du musst wirklich was dafür tun. Ja, als ich meine Brust-OP hinter mir hatte und mich vor den, also von oben betrachtet sah es gut aus, aber vom frontal betrachtet, meine Brustwarzen, die waren ungefähr hier. Ja, man muss also dann überlegen, wie kriege ich die hoch? Klimmzüge im Akkord. Und jeden Tag einen mehr. Egal ob in den Turnringen oder mit schweren Kettlebells. Ben gibt Vollgas. Er will alles aus sich und seinem Körper herausholen. Aus dem Körper, den er sich so lange gewünscht hat. Für den er so viele Schmerzen und auch Rückschläge in Kauf genommen hat. Die meisten hassen das. Ich liebe das, ne? Ich brauche das einfach. Das ist für mich nicht nur Vorbereitung und Körper trainieren, das ist für mich auch Frustabbau. Hamburger Hafen. Hier soll Bens Traum in Erfüllung gehen. Er will Model werden. Transgender Model. Auf dem Titel eines Männermagazins. Irgendwie ist das für mich der Abschluss von irgendwas. Ja, das wäre einfach für mich die ultimative, wie die Krone, die ich dem Ganzen aufsetzen würde. Dieser ganze Weg, diese ganzen langen, es sind jetzt wirklich Jahre gewesen mit unzähligen OPs und Strapaze. Und das wäre irgendwie eine Belohnung. Ben trifft seine Konkurrenz. 20 durchtrainierte Jungs. Groß, stark, breit und dazu charismatisch. Der Inbegriff moderner Männlichkeit. Aber es bleibt vorerst keine Zeit für große Vergleiche. Für Ben geht es direkt ins Styling. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe ein paar Jungs schon gesehen. Die sehen auch alle recht krass aus. Ich hoffe, ich kann da mithalten. Ben ist extrem angespannt. Kann er heute beweisen, was er drauf hat? Wird er fair und ohne Vorurteile von der Jury bewertet? Wie reagieren die Mitstreiter auf seine Vergangenheit? Premiere in der Maske. In seinem alten Leben als Yvonne hat er Make-up nicht einmal angerührt. Acht Minuten bis zum Shooting. Die Zeit muss Ben nutzen, um seine Muskeln zu durchbluten. Auf der Trainingsfläche pumpen die Kandidaten um die Wette. Alle wollen ihren Körper bestmöglich in Szene setzen. Es wird ernst. Zum Glück gibt es noch einen Tipp vom Chefredakteur. Also wir machen das ganz entspannt. Field of Course schiebt durch. Ich sag auch mal wieder was rein. Locker, auch was Ernstes. Aber wir wollen eigentlich eine positive Ausstrahlung, die du auch verkörperst. Insofern passt alles. Alles gut. Und wie schlägt es sich? Hat Ben hier etwa einen Bonus? Ben macht es wirklich ganz, ganz toll. Ich bin ganz begeistert von ihm. Sehr authentisch, sehr natürlich. Man merkt ihm auch sein Selbstvertrauen an und seinen Spaß, den er an der ganzen Sache hat. Ben ist ein Mann wie alle anderen auch und da mache ich keinen Unterschied. 45 Minuten Shooting. Das ist anstrengender als manches Workout. Lachen, dabei immer den Bauch anspannen. Im Idealfall gibt es alle 4 Sekunden einen Treffer. Ben schlägt sich gut, auch im direkten Sixpack-Vergleich. Bens Geschichte ist zwar interessant, aber für die Pumperjungs kein Thema. Ich habe es gestern überhaupt nicht gemerkt. Ich würde es auch so nicht merken. Wow. Noch mehr Anerkennung gibt es von den Zuschauerinnen. Das ist ein wahrer Männertraum. Und da plötzlich kommt auch Sarah, Bens Freundin. Gerade noch rechtzeitig hat sie es nach Hamburg geschafft. Ben ist happy. Aber unsicher, was das Finale angeht. Durchwachsen. Also einerseits sehr positiv, weil der Fotograf ja ganz
begeistert war, sage ich jetzt mal. Und, aber ich denke, die anderen werden auch einen guten Job gemacht haben. Von daher, ich kann es schwer einschätzen. Die Juryentscheidung können wir nicht drehen. Doch am nächsten Tag bekommt unsere Reporterin eine Voice-Memo. Julia, ich wollte dir nur kurz Bescheid sagen. Fürs Hauptcover hat es leider nicht gereicht, aber ich komme mit vier anderen auf das Cover der Abonnentenausgabe. Ja, und das werden wir jetzt richtig feiern. Also ich freue mich. Ich hoffe, bis bald. Die höchsten Häuser des Kontinents. Und es gibt eine geheime Stadt tief unter der Stadt. Moskau. Klickt hier rein.